Wird es an meiner Internetverbindung liegen? Dann tut mir sehr leid. Und habe leider bloß eine 16er Leitung. Und ja, was soll man dazu sagen? Ich hoffe, die bemühen sich jetzt mal, weil die bei uns aufgerissen haben, die Straße oder den Fußweg, besser gesagt, dass jetzt endlich mal. Was war denn das jetzt schon wieder? Ich hoffe, die bemühen sich da endlich mal um. Irgendwie die Internetleitung auszubauen. Ich möchte natürlich eigentlich mal. Ja, kein Problem, gerne, gerne. Wie gesagt, es liegt wirklich an der 16er Leitung. Das Programm sucht sich schon auch die passende Einstellung dafür. Genial. Hat er sich angezündet oder was? Nee, gut. Ja. Wenn es dann soweit ist, also spätestens nächstes Jahr, werde ja auch auf jeden Fall den Anbieter wechseln. So, aber erstmal so viel dazu und wir haben immer noch nicht das Gewehr gefunden und das gibt's doch nicht. Hope nobody needs this anymore. Aber nicht, haben wir schon. Trinken ist gut. Müsli-Riegel, ja. Ach, jetzt fackelt er sich wieder an. Eieieiei. Müde ist er auch noch. Was ist denn hier oben drauf? Stoff oder so. Also, wie wir sehen, sehen wir nichts. Doppelt gemobbelt, haben wir jetzt auch Errungenschaft gekriegt. Okay, Metalltisch. Kann man, denke ich, was herstellen? Vielleicht. Ich bin auch nicht so sicher. Oh, gut, Fackel nehmen wir auf jeden Fall nochmal mit, dass wir auch wieder rausfinden hier. Aber, sehr schade, wo das Gewehr jetzt sein soll, frage ich mich. Ich habe eventuell noch eine Möglichkeit, wo das sein kann. Also da muss es dann dort sein. Da gibt es noch sowas wie eine Jagdhütte. Und so, ich glaube, wir können auch zurückgehen. Da gibt es sowas wie eine Jagdhütte und die habe ich noch nicht durchsucht. Also eine ist, heißt direkt hier Jagdhütte und das andere sieht halt aus wie eine Jagdhütte. Da kann man auch noch mal ein paar Sachen finden. So, wenn wir erstmal mit dem Kollegen hier rauskommen. Achso, Nähzeug, okay, brauchen wir nicht. So, Turbinen waren hier, genau. Tja. Vielleicht habt ihr auch mal Bock auf meinen YouTube-Kanal zu gucken. Rechts an der Seite oder unten müsste ein Button sein, der direkt verlinkt ist. Zu meinem YouTube-Kanal, da zocke ich zurzeit auch noch mit meinem Teamkollege, mit dem Sniper, Seven Days to Die. Das ist so ein Apokalypse-Spiel, mit Zombies und so. Das ist ganz lustig. Da bauen wir zurzeit ein Haus wieder auf einem Felsen. Ja, auch diverse andere Spiele werden da stattfinden. Oh, der Kollege hier ist müde. Da müssen wir doch mal schlafen. Ne? Aber ich würde das ungern hier drinnen tun. Und irgendwo war doch noch hier die Tür, ne? Hatte ich doch gesagt. Ich hoffe, ich bin nicht vorbeigerannt. Aber geil ist, dass die Fackel lange hält, also. Finde ich gut. Hätte man noch eine Sturmlaterne, da müssten wir aber allerdings erstmal die alte weghauen. Ne? Da ist eine Fackel, die haben wir ausgerüstet. Flares. Schlafsack, das ist gut. Tragen. So, die war ja leer. Ne? So.
Wir nehmen einfach die wieder mit. Die sollte, das sollte. Das sollte ja was drin sein, wollte ich sagen. Eieiei. So. Wo ist denn die gute? Gute Laternchen. So. Mach mal an hier das Ding. So. Jeans haben wir, brauchen wir nicht. So, irgendwo. Ne, gerade wo der Ausgang oder da, also. Ach, wir sind schon beim Ausgang. Ach, schade. Ich wollte eigentlich mal an diese andere Tür haben, die, das bin ich jetzt wahrscheinlich glatt vorweg vorbeigerannt, ne? Ne, hinstellen will ich die auch nicht. Ausmachen wollen wir sie. So, und dann. Oh, wei, wei, wir haben viel Fleisch, das müssen wir jetzt auf jeden Fall erstmal noch in der Jagdhütte mal fertig braten. Das machen wir jetzt am besten noch. Dass wir auch mal schlafen können und genau, dem Kollegen hier geht es nicht so gut. Oder mittelmäßig gut, aber ja, war auf jeden Fall Schlaf. Und ja. Warte, auf jeden Fall das Video mal noch bei YouTube rüberschieben. Da kann man es dann auch sicherlich nochmal sehen. Ich hoffe, dass es nicht ganz so arg lacken tut, das Stream. So. Überladen sind wir auch noch, wir müssen auf jeden Fall erstmal auch die Sachen loswerden. Die verstauen wir einfach in dieser Jagdhütte, da kommen wir ja eigentlich regelmäßig hin. Und ja, weißt du, was mir gestern noch aufgefallen ist? Ja, wollte gestern eigentlich auf eine neue Map starten. Es gibt eigentlich eine zweite Map, ja, und die geht nicht mehr. Ja, dann gab es noch zwei neue Maps, die kannte ich überhaupt noch nicht. Die gehen aber auch nicht im Singleplayer oder in der Sandbox. So, und der Singleplayer als Karrieremodus, also, ja, wie soll ich sagen, ist, was da drin passiert, weiß ich auch noch nicht, weil sie es noch nie frei hatten, aber einfach als der Karrieremodus, sag ich mal. Der Singleplayer normal ohne Sandbox geht auch nicht. Und ich weiß nicht, was die Entwickler machen. Das Spiel ist ja auch schon, ich glaube, bald ein Jahr draußen oder so. Was meinst du jetzt? Wieso gehen die nicht die Maps? Da habe ich leider keine Ahnung, warum. Ich war gestern verblüfft, warum sie nicht gehen. Oh, sind wir jetzt schon vorbei dran? Die gehen einfach nicht. Ich habe gestern geschaut. Die drei Karten, ich hatte gestern noch meinen Teamkollege dabei im Stream und der hat auch gesehen, da kann man gar nicht OK drücken. Man kann die auswählen, aber man kann nicht OK drücken. Ach, so ist das. Ach, ist ja cool. Danke für deine, für den Rat. Das wusste ich ja gar nicht. Das finde ich ja geil. Okay, na dann schauen wir doch mal. Neues Gebiet. Also da bin ich ja jetzt so, ey, cool. Danke, danke. Weil früher, da haben die gleich freigeschalten gehabt. Ach, und jetzt muss man so erkunden, alles klar. Ja, oder man hat es entdeckt, okay. Erkunden ist ja wieder was anderes, also erkundet man ja eigentlich eine Gegend, schaut man sich ja da an, sozusagen. So. Und es wird langsam dunkel. Und der Kollege hier, da kann immer ganz wenig rennen. Kann man irgendwie die Ausdauer erhöhen, also dass er irgendwie so ein bisschen länger Ausdauer hat oder sowas? Gibt es da irgendwas? Mit Kaffee oder so?
Ah, okay, gut. Dann, ich hatte irgendwo Kaffee gefunden, den müsste man bloß erhitzen. Könnte man ja dann mal machen. Aber erstmal gehen wir schlafen, was essen und so, dass da hier wieder mal gut unterwegs ist. Genau, hier war ich überall schon, also ich brauche gar nicht gucken. Ja. Federn. Okay, ausgelaugt, also er ist ja müde, ne, sozusagen, und satt ist er eigentlich noch ganz gut. Trockenen Mund, okay. Wir trinken gleich was in der Jagdhütte, ich hoffe, ne. Und ja, Übergepäck hat er ja leider auch. Da ist er vollgepackt. Wenn der, gibt es mal noch einen größeren Rucksack. Ich glaube, den gab es damals auch schon. Ja, da kann auch nicht mehr, da häschelt hier sich schon ein ab. Und hier vorne müsste es ja dann rechts die Hütte mal sein. Oh, ja. Ich finde auch geil, dass die ja jetzt mehr Items hier. Ach, links ist okay. Dass die mehr Items jetzt hier drin haben. Also, ich habe das ja schon, keine Ahnung, seit Januar, glaube ich, habe ich das zuletzt gespielt gehabt. Ist einiges passiert, muss ich sagen. Außer mit dem Hirsch, der hängt hier ein bisschen fest. Ja, rennen kann er wie ein Wilder da. Kommt kein Meter voran. So. Genial. Also, wenn Rudolf das Rentier abgeht zu Weihnachten, ja, dann kriegt man keine Geschenke dieses Jahr. So. So, einmal hier rein. Speichern. Sehr schön. Geschafft. Oh, Feuerchen. Naja. Haben wir eins, da haben wir 10. Ach, 30 Minuten, da hauen wir einfach nach. Und machen wir eine Runde Feuer. Ah, geil. So. Brennstoff hinzufügen. Hinzufügen. So, schön hier 2 Stunden brutzeln. Düschen. Schweinefleisch könnte man auch gleich noch kochen. Und ach, Riro, ja, auf jeden Fall Garn. Das machen wir jetzt, bevor es verfällt. Auch die Soundkulisse, also haben sie geiler gemacht, muss ich sagen. Also ich kenne es nicht anders. Ich spiele erst seit gestern wieder das Long Dark. Hab so viele Spiele bei Steam und ich weiß auch nicht, was ich zocken sollte. Und das hat sich einfach angeboten, weil es eben wieder kalt geworden ist. Oder jetzt auf den Winter zugeht. Und ja, wird, denke ich mal, wieder ein bisschen was Längeres. Ich habe, glaube ich, den Reh, dann könnte ich vorhin 8 Kilo könnten wir rausziehen. Aber ich habe nur 3 mitgenommen, weil eben der Platz nicht gereicht hat. So. Spitzenpfirsiche. Okay. Was? Kräutertee? Kräutertee ist auch gut. So, das Feuer hält noch wie lang? 4 Minuten. Oh, so, wir haben genug von denen. Durstig ist er auf jeden Fall. Dann kriegt er jetzt mal hier.
Trinken. Das ist der Fackel. Kaputt. Okay. Ablegen. Messer, die können raus. Ja. Gucken hier die Dosen. Trinken wir das mal. Eins und zwei. So, sollte es ihm doch besser gehen. So, okay, dann könnte man auf jeden Fall erstmal schlafen gehen. Da ging es raus. Hier drüben ging die Treppe hoch. So. Schläfchen, was machen wir denn mal? Machen wir mal 10 Stunden, oder? 11? 11. 11 ist okay. Es ist aber sehr dunkel. Wir müssen noch ein bisschen schlafen. Machen wir nochmal 4 Stunden. Und dann wäre die Frage, wo denn ein neues Gebiet zu entdecken wäre. Und wir legen erstmal hier ein paar Sachen ab. Genau. So. Zack. 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 Das. Dosenöffner könnte man gebrauchen. Die könnte man auch erstmal wegtun eigentlich, weil. Bräuchte das nicht. Werkzeugkisten hier oder diese Reparaturkits oder was das darstellt. Könnten weg. Alle umlagern, genau. 7 Stück, alle umlagern, bräuchte man jetzt auch nicht. Jagdmesser kommt auf jeden Fall auch weg, brauchen wir nicht. So viel Liter Sprit, gut, den könnte man aufbrauchen, dann brauchen wir den nicht unbedingt. Den können wir wegtun. Den könnte man auch mal wegtun. Metallschrott ist das doch, oder? Ja. So. Nähkästchen habe ich weiter unten. Brauchen wir jetzt auch nicht. Das brauchen wir jetzt auch nicht. So, der Kollege. Wie geht's denn jetzt? Durstig ist er. Etwas hungrig. Okay. Also wir haben hier so viel Zeug. Ja. Essen nimmt natürlich auch viel weg. Boah, krass. 800 bringt das gleich mal Kalorien. Okay, das sind... Schokoriegel, also wir haben sehr viel. Trinken wir gleich noch ein Döschen. So, jetzt ist aber vollgepumpt. Na, sieht doch super aus. Was war denn da rot? Was? Lufttemperatur minus 3 Grad, okay. Es ist nicht warm in diesem Haus. Und jetzt ist die Frage, wo gehen wir lang? Ja. So, das war ein herrlicher Tag. Also hier war ich schon mal. Und ich weiß, man konnte hier irgendwo abbiegen. Was mich jedoch noch mehr interessiert hätte, hier hinten ist ja auch die Bahngleise. Und es sah damals so aus, schon als könnte man da durchgehen. Ob das jetzt so der Fall ist. Weiß ich nicht. Gestern sah es so ein bisschen von Weiden zu aus. Von da kamen wir, also dann in die Richtung. Na, Wolf ist nicht so toll. So, natürlich können wir gleich wieder nicht rennen. So, und was ich schon ein bisschen eher gesagt habe, man kann jetzt hier diese Stecker auseinandernehmen. Also jeder Stock, die liegen in groß, die liegen in klein rum, also hier in klein und da in groß. Und die könnte man jetzt auseinanderhacken und man bekommt dann jetzt dreimal dieses, was ist das? Zedernholz raus, okay.
Und 45 Minuten braucht das und 94 Kalorien. Okay, machen wir jetzt einfach mal. Und dann nehmen wir das mit. Ja. Haben wir frei, ja. Wieder ein bisschen Holz geholt. Ja, die könnte man sich alle einsacken. Und da haben sie sich schon arg verbessert, muss ich sagen. Weil in der Anfangsphase, man konnte fast nichts machen oder man hat wenig gehabt. Und auch mit Munition oder wenn man die nur gefunden hatte, dann war das alles weg und man konnte nie wieder mit dem Gewehr schießen und so weiter. Also ich denke, daran haben die schon sehr gearbeitet. Und es freut mich natürlich. Wenn ich natürlich jetzt noch die anderen Abschnitte freischalten könnte, wäre auch cool, wenn wir die entdecken. So, was haben sie hier gemacht? Lass mal gucken. Also hier waren große Zugcontainer, die gibt es jetzt nicht mehr. Okay. Was haben wir denn erstmal hier? Da gehen wir halt erstmal hier, ja. Teilbehälter. Ah, Brechstange. Einfache Handschuhe, brauchen wir nicht. Lampenöl, aber. Wir nehmen es doch mal mit. Weil irgendwie leuchtet mir das nicht ein. That'll come in handy. Schokoriegel, wie man das benutzt. Brechstange, brauchen wir auf jeden Fall. Metallschrott. Kann man irgendwie dann die Sachen halt damit reparieren, ne? Okay, also hier ist dann auch noch nichts. Werkzeug, Holz nehmen wir jetzt nicht mit. Da liegt nichts mehr, da geht nichts. Ach schade, ich dachte, also wäre schon cool, wenn man da durch könnte. Also würde mir persönlich gefallen. Und renn jetzt nochmal hier runter. Irgendwo muss ja das Gewehr mal sein. Nicht, dass es jetzt in irgendeiner anderen oder in einem anderen Abschnitt dann erst gefunden werden kann. Kann natürlich auch möglich sein. Ich weiß es nicht. Aber ich spiele eher auf der einfachsten Stufe erstmal, um wieder reinzukommen. Und von daher sollte es da keine Probleme geben. Ah, hier war ich auch schon. Sollte keine Probleme mit Wölfen geben jetzt. Totes Holz. Okay, also hier war es glaube ich noch nicht. Diese Hütte kannte ich auch noch. Da war auch immer mal was drin. Oder irgendwie ein totes Tier zumindest. Oder auch nicht. Ach, oder ein Ofen, alles klar. Da kam ich immer von dieser Seite da hinten. Jetzt komme ich mal von hier. Und mal gucken, wo es jetzt hier lang geht. Das verwirrt einen auch ziemlich, muss ich sagen. Weil man hat ja hier nicht mal, Entschuldigung, soll ich sagen, Karte. Ob es da mittlerweile was gibt, dass man da eine finden kann, wage ich ein bisschen zu bezweifeln. Aber wenn die Welten dann, oder die Abschnitte entdeckt werden könnten, und man doch dann irgendwann wieder mal hierher zurück will, und da wäre schon ganz geil, wenn man da eine Karte finden würde. So. Also wir könnten auch zur Not draußen übernachten, fällt mir gerade ein. Ich habe einen Schlafsack mit, wir könnten ein Campfeuer machen. Wäre alles kein Problem. Holz hätten wir genug. So, was ist denn jetzt hier? Musik geht los. Das ist aber eine schöne Musik. Hat mir auch schon gefallen. Jetzt haben die das neu gestaltet, auch das Intro ist neu gestaltet. Finde ich richtig nice gemacht, also wenn man das Spiel startet. Bevor man in das normale Hauptmenü kommt. Hat mir gefallen. Und, ja.
tonmäßig haben sie ein bisschen was geändert. Auch sehr nice. Und da läuft auch etwas anders, ne? Da, also da geht jetzt immer mal so ein bisschen nach unten mit dem Bildschirm, also so, da wackelt ein bisschen mehr wie vorher. Was ist das für eine schöne Musik? Die gefällt mir ja. Erinnert mich irgendwie ein bisschen an PlayStation 4 oder 3, glaube ich, The Last of Us. Das habe ich ja übelst gefeiert, das Spiel. Aber ich habe leider keine. Ich habe mir das leider auch nur angeguckt, aber... Ja. Erinnert mich gerade ein bisschen dran. So. Aber irgendwo, es muss da irgendwo mal einen Durchbruch noch geben, oder? Die Musik kommt doch bestimmt auch nicht zum Spaß. Lang geht die Musik. Hat man eigentlich selten in Spielen. Gucken wir mal, ob man hier irgendwo drüber gucken kann. Das gibt's doch gar nicht. Muss da irgendwo weitergehen. Geht's dem Kollege? Ach, alles gut. Sehr merkwürdig. Und ich hätte eben bei dem Damm gedacht, wo ich an dieser Tür vorbeigerannt worden war, da stand irgendwas dran mit irgendeinem anderen Abschnitt. Also so hat es sich angehört auf jeden Fall. Vielleicht müssen wir dann doch nochmal dort rein. Ach, was haben wir denn hier? Ach, das ist die Jagdhütte, glaube ich. Ja, weil hier war es nämlich schon mal. Haus des Pelzjägers, ja genau. War ich auf jeden Fall. Und da gab es leider keine Waffe. So, ich guck nochmal, ja, hier sollte alles leer sein, soweit, bis auf Kleinigkeiten, die ich nicht mitgenommen habe, wie Holz und so. Ach, hier, das ist mir gestern eingefallen. Ich habe gestern immer Taste 3 gedrückt, auf, ja, oben auf dem Keyboard, so. Und es ist einfach, da hat das einfach fallen lassen. Und das wusste ich nicht. Und dann habe ich mich gewundert, wenn ich das braten wollte, wo ist denn mein ganzes Zeug hin? Da habe ich wahrscheinlich irgendwo unterwegs verstreut. Ja, so, die Schuhe, sind die gut? Nee, Feldwald- und Wiesenlaufschuhe, naja. Denke ich, ist nicht so gut. Im Winter. Buch. Okay. Wir müssen jetzt auch nichts machen, wir können eigentlich gleich direkt weiterziehen. Ja, und hier hätte auch jetzt irgendwo eigentlich eventuell das Gewehr hängen müssen, hier oder hier. Und hängt aber nicht. So. Wir gehen einfach hier weiter. Oh, eieiei, mal aufpassen, dass ich das nicht so oft mache, sonst preschen wir uns noch was. Ah, da war ich auch schon, da habe ich ein Reh auseinandergenommen. In der Hütte. Oh. Das wäre die Frage. Rechts oder links? Links oder rechts? Ich höre was rennen. Ist der Rudolf oder was? Ach nee, sind. Nee, doch. Das sind nicht meine eigenen Schritte, das ist schon was anderes noch. Ja, das ist doch der Reh. Das Reh. Richtig cool ist auch, die haben ja Schneesturm eingebaut, das finde ich natürlich auch nice. Das gab es ja, glaube ich, zum Anfang auch noch nicht sowas. Und ja. Trotzdem die Frage, wo gehen wir hin? Wo könnte es einen neuen Abschnitt geben? Was? Max, letzter Widerstand? Thank you.
So, unterkühlt, okay, da wird langsam etwas. Wir finden noch mal was. Oder müssen dann doch irgendwann mal. Es wird auch, glaube ich, dunkel, ne? Müssen dann bestimmt mal irgendwann ein Feuer schon machen. So. Also wie wir sehen, sehen wir nichts. Alles weiß hier, voller Bäume. Was ist da oben? Vielleicht mal da hoch zu gehen. Aber so Bäume hacken oder so geht nicht, ne? Ich glaube, das ging noch nie, ne? Ja. So. Ach, schau mal einer an. Wo sind wir denn hier? Oder, ach nee. Wir sind eine Runde gelaufen. Ach, ich werd bekloppt. Ach nein, einmal im Kreis. Ja, so verwirrt. Tunneleinsturz. Aber hier waren wir ja schon. Naja, hier liegen die Sachen. Ja. Ja, genau. Oh mein Gott, wir sind eine Runde gelaufen. Das gibt's ja gar nicht. Ich werde jetzt nochmal Richtung Damm gehen, wenn der Kollege das noch durchhält. Na, jetzt nochmal kurz nach dieser Türe suchen. Es muss ja da irgendwo mal weitergehen. Das kann ja nicht Sparschwein. Sozusagen. So. Oh, hier vorne ist noch ein Wolf. Ist da bestimmt von vorhin. Rennt bestimmt auch jetzt weg, denke ich. Naja. Ich glaube, hätte ich normal gespielt, dann hätte er mich schon angefallen wahrscheinlich. Naja, und der Kühe, das schafft er hoffentlich noch, wenn ich mach mal im Damm ein Feuer. Aber mir fehlen noch so ein paar kleine Sachen in dem Spiel, muss ich sagen. Irgendwelche Interaktionen, wo man vielleicht was anmachen könnte oder dass der Damm wieder läuft oder keine Ahnung, irgendwie sowas. Irgendwas Kleines fehlt da noch so. Das gewisse Etwas. Und ja, vielleicht kommt sie noch. Vielleicht auch nicht. So, sind wir wieder hier. Was ist das denn? Brennt hier wer? Okay, ich hab nichts gesagt. Brennt hier wer was? Aber da war es ein Wolf, der trampelt hier im Schnee. So.
So, was macht der Kollege? Erschöpft, unterkühlt. Ah, Essen, Trinken geht auch noch. Alles klar. Dann hätten wir pendeln auch gleich am besten in den Damm, wenn wir jetzt nicht weiterkommen sollten. Oder wieder zu unserer Hütte dann gleich zurückschaffen. Sollte vielleicht dann auch mal hier rechts runtergehen noch irgendwie. Ich dann noch mal schauen. Und in diese Richtung ist aber auch dieser Leuchtturm da oder ja Aussichtsturm, wo ich vorhin begonnen hatte. So, jetzt langsam geht alles ins Rote. Minus 9 Grad haben wir. Na gut. Minus 9 Grad. Geht eigentlich für normalen Menschen. Ladeplatz. Hier könnte man also auch noch mal schauen. Was da angeht. Oder da, aber wie gesagt, da wäre halt dann, denke ich, wieder der Dingensens. Wie heißt jetzt der Leuchtturm da, dieser Wachturm. Und da war es auch schon so, der Wolf, der jagt hier mal ein Reh rein. Na komm, streng dich an. Na? Ja, jetzt hat er es. Wow, krass, cool. Brauchen wir wenigstens keine Munition später mal zu verschwinden. So. Und gleich wieder beim Damm. Irgendwo war auf jeden Fall so eine Seitentür links. Links war die. Ja. So, da ist der Staudamm. Kader, Staudamm, okay. Gab es hier irgendwas außen? Nee. Wo sind wir wieder her? Ach ja, wir brauchen ja da mal wieder was zum Leuchten. Wo ist die? Lämpchen, so, dann können wir essen. Ach, da hat wohl keinen Hunger mehr, weil er zu schwach ist, sag ich mal, oder was? Könnte natürlich sein. So, trinken, oder auch, hier ist die Lampe. Alles klar. Ach. Jetzt. Ich bin's wieder. Ach, die alte Lampe steht auch noch dort. Aha. Ging's denn jetzt runter? Irgendwo hier. So, und ich dachte. Ne, hier war es nicht. Ich glaube hier in diesem Raum hier. Hier war es. Und da könnte man vorhin links noch in die Tür rein. Oder auch nicht. So, da geht's gut. Den haben wir noch nicht durchsucht. Gewerbedrohnen. Da haben wir aber auch schon was. So, okay. Falls wir doch mal Dingensen brauchen hier, Lampe. Holen wir uns die von dem Typen. So, hier war die Tür, hier. Gewundener Fluss. So, da waren wir nämlich noch nicht. Vielleicht haben wir was Neues entdeckt. Mhm.
Boah, krass. Die andere Seite oder was vom Staudamm? Finde ich ja jetzt mal geil gemacht. Also, kenne ich auch nicht. Kennst du das vielleicht? Ich war hier auch noch nie. Hier so ein bisschen Holz. So, könnte man eigentlich wieder ausmachen. So. Und das Lämpchen wieder wegstecken. Entfernen. Ah, du kennst das, okay, cool. Ja, bin gespannt. So, Stoff. Wie meinst du das? Spoilern, sagen, wo lang oder wie? Oder, also viele benutzen ja das Wort Spoilern, ja. Und Spoilern ist doch eigentlich, ja, genau, Spoilern, genau. Also schon, wie ich so jetzt gedacht habe, vorauszusagen, wo es denn lang geht. Genau. Oder wie es halt ist, ja. Und, genau, das möchte ich ja nicht, weil ich kenne das ja noch nicht. Das ist bestimmt ganz cool. Ja, bis jetzt ist hier aber gerade nichts. Oh. Ah, da rennt er schon, der Kollege. Was wackelt denn hier? Ach, Hasen. Cool. Häschen. Ich vermute jetzt mal, wir müssen ja hier vor. Wollen wir mal sagen, ich habe ein neues Gebiet entdeckt, denke ich mir mal, oder? Hoffe ich. Das ist schön, dass ich richtig bin. Das freut mich natürlich. Ich weiß nicht, gibt es denn überhaupt irgendwie einen Sinn in dem Spiel? Also außer nur überleben, oder? Es gibt da jetzt keinen Story-Modus direkt, ne? Also da geht ja leider immer noch nicht. So, das ist hier falsch, würde ich sagen. Gehen wir mal hier rechts. So, naja, gut, okay, irgendwann was finden. Dass er doch erstmal ein bisschen schläft. Eine Hütte ist natürlich immer am besten. Ach, eine Transitzone ist das okay. Oh. Oh Mann, muss man erstmal dann wieder auch merken, wo man dann wieder hier rauskommt. So. Naja, ich gehe also einfach erstmal rechts. Da war jetzt ein Tunnel oder was ist das jetzt hier? Oder kann man in den Berg rein? Da war es. Kenne ich überhaupt nicht. Cool. Schauen wir mal. Höhle. Oh. Speichert. Wollte doch eigentlich jetzt schlafen. Okay. Es gibt Holz. Es gibt einen Rehbaum jetzt nicht. Holz brauchen wir nicht. Okay, hier ist ein bisschen dunkel. Da kommen wir her. Ja, dann geht's so weiter. Ach, es wird dann dunkel. Na gut, okay. Ich würde das wirklich gerne mal erkunden, wenn ich dann ausgeruht bin. Weil ich so auf jeden Fall erstmal was zum Schlafen. Oder wo ich auch mal ein paar Gegenstände wieder ablegen kann. So.
So, können wir es mal raus. Weil der Kollege ist wirklich schon gleich wieder am Ende hier. Ich soll weiter durch die Höhle gehen, okay. Na, dann machen wir das doch. Ja, kein Problem. hau ich mich schon mal hier die Laternen schon wieder an. So. Dann gehen wir da mal rein. So. Und was mich hier erwartet. Ah, okay, cool. Das ist gut zu wissen, dass es ein bisschen wärmer ist. Ja, das sieht man auch, ne? Ich glaube, das geht ein bisschen höher. Oh, allerdings trotzdem die Frage, ne? Lass mal hier gucken, wo es hier lang geht. So, da wäre eine Fackel. Nehmen wir auch zur Not mit. Ich hoffe, hier kommen keine irgendwelche lustigen Überraschungen, wo ich dann hier große Rennen kriege. Oh. Das hat sich aber jetzt gerade nicht getan. Hm. Ach, geht denn hier ab? Lagerfeuer. Ja, die nehmen wir die erstmal ausmachen. Weil, dann penne ich nämlich jetzt hier. Und ach, ausgebrannt, ach, alles klar, okay, geht nicht. Ja, mach ich selber eins. Nützt ja nichts. So, ein Stock. Stock 7 Minuten, Stunde haben wir 5 Stück. Benzinkanister. Nehmen wir auf. So. So, genau, Hundefutter, Wiesenriegel, Rock, den Hammer. Wollen wir zu bauen, da haben wir auch schon einer. Natürlich verlieren die dann bestimmt auch ihre, wie heißt ihre, ja, ihre Prozente, ja. Also wie lange sie halt aushalten, durchhalten, wie auch immer. So, würde aber trotzdem jetzt erstmal noch was essen und dann mal schlafen. Und dann gehen wir mal weiter. So, Essen sieht gut aus. So, trinken wäre noch was. Gut, wie sieht es aus? Müde ist er, okay. Schlafsack hier platzieren. Ja, dann pennen wir es mal ein paar Stunden. Ach, nicht aufheben. Nein! Alles klar, so. Ausruhen, auf geht's. Müsste auch wieder hell sein. Dunkelheit übrig, hat er gesagt. Klasse. Stunden Tageslicht übrig. Okay. Aha. So, aufheben. Natürlich kalt. Durstig ist er. Kein Problem.
Ich habe zum Glück noch so viel mitgenommen. So. Na, wunderprächtig. Dann nehmen wir wieder unsere Laterne hier in die Hand. Falls wir sie brauchen. Gut. Ach hier. Alles klar. Hier nehmen wir wieder Holz. Nehmen wir einfach mal mit, haben wir ein bisschen verbraucht. Hier geht's aber jetzt gerade nicht weiter. Okay. Doch falsch gelaufen. Ach Quatsch, hier hoch oder was? Naja. Weg gefunden. So, gibt's hier was? Nee. Bretter, rennen wir mal schnell drüber. Okay. So, ja. Bin ja die Frage, bin ja mal gespannt, wo wir hier rauskommen. Also hier ist ein Ausgang. Idyllisches Tal! Ach, geil! Endlich die nächste, den nächsten Platz eigentlich entdeckt, ja. Geil! Das ist es doch jetzt eigentlich, oder? So. I could use this. Jawohl, Schokoriegel. So. Natürlich ein Peil und ein Plan von nix, wo es jetzt lang geht, aber... Oh, Scheiße! Ah! Ich bin gesprungen, ich blöd Mann. Hab ich was zum Heilen oder so? Das. Ich hatte da auch Bandagen, ne? Weiß nicht, ob Bandagen oder... Hast du eigentlich Schmerzmittel? Ach, kann ich gar nicht nehmen. Okay. Verband kann ich auch nicht nehmen. Ja, muss halt auch sowas passieren. Ach, Pleasant Valley. Ah, okay. Das idyllische Gebiet oder wie das jetzt nennt, ne? Okay, jetzt brauche ich trotzdem erstmal irgendwie noch ein Häuschen und mal gucken, was es überhaupt hier zu finden gibt. Kenne mich da ja leider nicht so aus. Gehen wir hier hoch zu. Irgendwo werden wir schon was finden. Ach, ist ja geil. Da läuft Wasser, echt, und gefriert nicht. Cool. Oh, da gibt es noch viel zu erkunden. Jetzt noch kein Haus. Ja, ich laufe einfach mal hier weiter. Ich muss ja mal irgendwann wird schon was kommen. Gut, gut, geht's uns ja. Ist es hier kälter? Boah, krass, minus 22 Grad auf einmal. Okay. Vorhin waren es noch minus 9. Ein Schneesturm hatte ich auch noch nicht, aber es sieht gerade so aus, wenn es ein bisschen anfängt. Ja, auf jeden Fall ist einer. Und dann wird es natürlich dann richtig kalt, glaube ich. So. Rennen können wir natürlich auch nicht.
Feuer machen ist, glaube ich, in einem Schneegestöber nicht so gut. Und schauen wir mal. Gucken, ob ich hier noch eine Hütte finde. So. Ist auf jeden Fall schweinekalt. Minus 30 Grad. Gibt es überhaupt keine Hütten hier irgendwo mal oder laufe ich ganze Zeit falsch? Weil irgendwie finde ich gerade keine. Das wird, glaube ich, eher immer mehr, oder? Mit dem Schneegestöber hier. Also wir könnten die Lampe anmachen, ne? Ich glaube, die hilft, glaube ich, ein bisschen von der Wärme her. Ja, eine Unterkunft oder irgendwas wäre jetzt schön. Um halt aus dieser Kälte rauszukommen, ne? Ja, jetzt ist es schon nicht mal ganz so kalt. Vorne ist eine Brücke. Ich hoffe, dass ich nicht wieder im Kreis gelaufen bin. So. Ja, genau, da wollte ich jetzt auch lang und da werde ich jetzt mal schauen. Kälte, kalt, okay, dann ist es kalt. Oh, falsch. Also, wollte hier den Berg hoch und dann jetzt hier über die Brücke, ne? Oder eher dahin dazu. Brücke der Einkehr, okay. Ja, ich schau mal, lass mal gucken. Ich renne einfach mal über die Brücke und genau. Und die haben ja hier schon einiges dran gemacht, also ich kenn das jetzt hier auch noch nicht. Haben sie hier eine riesen Heufarm oder was soll das sein? Heuballen? Auto? Auto gibt es ja auch. Okay. Ist ja lustig, ist ja geil. Kann denn ein Auto gehen? Kenne ich ja überhaupt noch nicht, cool. Kann man sich ein bisschen aufwärmen, oder? Ist Batterie? Aufstemmen, ach zum Glück, wir haben das Stemmeisen gefunden. Fackel, ach wie toll. Teichrott, nein, bin ich jetzt auch nicht mit. Ich renne auf jeden Fall lieber erstmal Richtung zu dem Haus. Haha, jetzt rennt er aber du.
Alter Schwede, wurde angeschoben vom Wind oder was? Eieiei, ist denn kalt. Ah, noch ein Brücke. Oder was es auch ist. Ja, noch eine Brücke. Okay. Also 90 Grad nach rechts. Herzschmerzbrücke. Auch geil. Gibt es denn hier so viele Herzen, die hier gebrochen wurden, oder? Kann man hier rein, oder was? Oh, halt. Hier, oder? So. Kann man nicht verfehlen? Oder noch ein Stück eher weiter da gelaufen. Also von der Brücke weg, meine ich jetzt. Ne? Ach, hier ist so eine schöne Musik. Cool. Aber ich glaube, ich bin falsch gelaufen. Ja, das ist so. Ah! Ja, das Haus kann man eigentlich nicht verfehlen. Aber ich habe es geschafft zu verfehlen. Fast wäre es nicht über die Kuppe jetzt drüber. Idyllisches Tal, der Bauernhof, alles klar. Vielleicht hat der Bauer, die haben doch immer Gewehre, oder? Bin ich immer ein kleines bisschen schießgeil. Ich brauche mal eine Knifte in der Hand. Fühle ich mich einfach ein bisschen sicherer damit. So. Gibt es einen Keller? Okay. Das sieht ja schon mal schön aus, das Haus. Gefällt mir. Und direkt speichern. Geil. Sehr weit gekommen. So, trotzdem, was gibt es denn jetzt hier? Boah, ist das groß. Krass. Oh, Kamin ist gut. Sehr, sehr schön. Ah, ich hoffe, es geht damit an. Na, gute Kamin. Bitte, bitte gern, komm. Ah. Auf jeden Fall das Reh. Wegbrutzeln hier. Ja, vielen, vielen Dank für den Tipp, cool. Ich glaube, ich war wahrscheinlich auch noch gerade ausgerannt, keine Ahnung. Hätte es dann irgendwann mal gefunden. So, Kollege, dann geht's langsam oder wird langsam wieder besser. Gipfelbrause. Mhm. So, okay. Buch brauchen wir das erstmal. Radio hat irgendwie jetzt auch keine Funktion mehr. Denke ich mir mal. Da ist noch eine Fackel. Ganz schön Fackeln hier. Ja, so gut.
Es ging mir auch so, also wo das Spiel rauskam, ja, es hat nicht lange gedauert, habe ich keine Hütte gefunden oder wie macht man denn überhaupt was? Und keine Ahnung, einen Tag, zwei, dann bin ich schon erstmal verzweifelt und ja, aber mittlerweile läuft alles besser. Und dann hätte ich jetzt auch nicht damit gerechnet, dass ich so weit komme, ja, also. Bin da selber jetzt schon ein bisschen baff. Dose Kaffee, geil. Was ist das denn? Ach, das schwebt einfach so als irgendwas in der Luft. Okay. Down Investor. Tja, irgendwann müsste man auch mal. Ach, Scheibenkleister. Kann man da noch was nachlegen? Ah, okay. Oh, ist ja noch ein bisschen warm werden hier in der Höhle. Da müssen wir wieder was sammeln. Und schlafen werden wir erstmal. Denke ich. Na gut, okay. Eigentlich geht's ja noch. Ja. Und ich würde auch erstmal ganz kurz für, naja, 5 Minuten den Stream unterbrechen. Ich würde das Ganze rüber auf YouTube mitschicken. Und ja, wie gesagt, kannst du auch gerne mal da vorbeischauen auf meinen YouTube-Kanal oder mich abonnieren, wie auch immer. Da werde ich auf jeden Fall auch mit meinem Teamkollegen, dem Sniper, noch weitere Let's Plays machen. Und wenn ja der Stream hier so gut klappt, dann kann ich ja immer die Let's Plays gleich rüberschieben aufs YouTube-Kanälchen. Und da kann man das auch immer schön danach schauen. Weil jetzt hat mich das Spiel dank deiner Hilfe erst wieder richtig neugierig gemacht, finde ich cool. So. Und ja, höre ich mal kurz auf und bin in